Nein, das ist nicht. Ihn wollen wir nicht vermitteln. Ich filme schon. Moment. Ich bin nicht Christina Stecklein, sondern Oliver Hartmann. Christina ist nämlich krank. Liebe Grüße von hier, gute Besserung. Ne? Na, auch alles Gute. Bei mir ist wieder Kerstin vom Tierheim in Drakenburg. Das wird gut, ja. Okay. Ja, wir sind heute hier, weil wir wieder Tiere zu vermitteln haben. Was haben wir denn heute? Heute haben wir unsere beiden Kater, Benny und Mickey, wo auch immer sie gerade stecken. Ich weiß es gerade echt nicht. Ach doch, hier, guck mal, hier. Da ist schon mal einer. Benny und Mickey sind Abgabekater. Die sind seit Januar dieses Jahres da und sind circa von 2017, ich schätze mal Herbstkatzen, ganz genau, kannst das ja immer nicht sagen. Wie sind sie vom Charakter so? Sie sind da so ein bisschen zurückhaltend, habe ich gemerkt. Sie sind beide am Anfang ein bisschen zurückhaltend. Wenn man sich aber mehr mit ihnen beschäftigt, werden die ganz schnell warm. Am Anfang, wo die hergekommen sind, waren die ganz scheu. Und wie gesagt, das hat sich echt schon total gelegt. Zwischendurch kommen sie auch schon mal richtig an zum Schmusen. Werden beide nur zusammen vermittelt. Also ist besser. Die sind von Anfang an hier, die waren auch vorher zusammen mit noch zwei anderen Katzen. Ja, die verstehen sich auch, ne? Die verstehen sich super. Die beiden, wie sieht's aus? Sind die schon kastriert? Ja. Wir haben jetzt das Alter, ne? Genau, die sind beide kastriert, geimpft, geschippt. Das, was wir halt immer hier machen. Also quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Richtig, ja? Richtig, genau. Die sollten Freigang haben. Ich denke, das würde denen gut gefallen. Ich weiß nicht, ob sie es vorher hatten. Also wahrscheinlich erstmal so eine Eingewöhnungsphase zu Hause. Ja, das auf jeden Fall. Also 4 bis 6 Wochen sollte man die sowieso drinnen lassen. Und danach kann man das langsam anfangen und dann kommen die in der Regel eigentlich auch wieder. Was kannst du uns sagen? Sie vertragen sich mit anderen Katzen, Hunden, Kindern, wie sieht es da aus? Können wir leider nicht ganz viel zu sagen. Also Katzen, klar, hier sind viele, aber es sind halt Gitter dazwischen. So sind sie noch nicht auffällig geworden. Hunde und Kinder, weiß man nicht. Ich denke mal, Kinder, wenn die nicht zu quirlig sind, also ein bisschen älter, denke ich, wird das auch kein Problem sein. Ansonsten werden die sich wahrscheinlich eher verziehen. Wenn da so ein Wirbelwind kommt und ja, ne? Dann sind zurückhalten. Genau. Halt, ne? Aber im Zweifel halt immer probieren halt, ne? Und dann weiß man es halt. Ne? Eben. Ja, wie ist das, wenn man jetzt Interesse an den beiden hat? Wie läuft das ab? Wie kommt man am besten vorbei? Oder? Genau, am besten zu unseren Öffnungszeiten vorbeikommen. Mal ein bisschen Probe kuscheln oder erstmal sich an die beiden gewöhnen. Ja. Einfach mal ein kleines Leckerli mitbringen. Das zieht in der Regel immer. Ja, die geht durch den Magen, ne? Genau. Und wenn dann regulär Interesse besteht, dann wird das hier alles besprochen. Und dann soll in einem Umzug nichts im Wege stehen. Prima. Nein, das wäre natürlich toll, gerade zum Frühling. Können sie dann zeitig raus. Ne? Die Sonne. Ja gut, jetzt sind sie ja wirklich beide auch hier. Sehr schön. Ja, ja, also wie gesagt, lieber Hagelisa, wenn ihr Interesse habt, kommt am besten hier einfach vorbei in Drakenburg, schaut die beiden euch mal an und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Ne? Genau. Alles klar, in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Gibt's sonst noch was, was man zu den beiden wissen muss? Genau, da war's wieder. Cut! Okay, man muss also nicht mehr zu den beiden wissen.
Ja. Die beiden sind zuckersüß. Ja, das stimmt ja auch. Na? Oh, wir wollen noch mal einmal alles richten. Hier, pass auf. Hier. Warte, das sitzt auch mal ganz gerade. Was meint ihr, Herr Kameramann? Geht das so? Wer hat gepupst? Genau. Heute vermitteln wir den Riesenkater. Der schnurrt auch manchmal. Nee, fang mal an, ne? Wie nehme ich jetzt? Ich benehme mich immer.